Genau. Ja, läuft. Läuft, gut. Ja, hallo zusammen. Ich bleib mal sitzen, weil ich bin etwas erkältet, angeschlagen. Von daher, ansonsten würde ich gerne rumlaufen, aber das will mein Körper im Moment nicht so ganz. Von daher, falls irgendwas auch tonal von der Lautstärke her nicht so verständlich sein sollte, sagt bitte Bescheid dahin in der letzten Reihe. Ich wiederhole das dann gerne auch nochmal, wenn meine Stimme zwischendurch irgendwie verschwindet. Fragen könnt ihr gerne jederzeit stellen. Ich versuche sie dann auch zu wiederholen, damit wir das im Stream in der Aufzeichnung drin haben. Genau. Ja, also es geht um WordPress-Sicherheit oder ich sag mal, sagt grundsätzlich, WordPress ist sicher, aber man sollte so ein paar Dinge beachten und es pflegen. Kurz zu mir, warum meine ich darüber was sagen zu können? Ich beschäftige mich seit 24 Jahren mit IT-Sicherheit in einem Versicherungskonzern als Information Security Officer seit mehreren Jahren und mit WordPress selber beschäftige ich mich seit 14 Jahren. Das ist so fast seit, es war damals Version 1.2, also ziemlich am Anfang. Und Growl nervt hier rum. Nehmen wir ausschalten. So, brauchen jetzt kein Netz mehr. Okay, weg jetzt. So, also ein bisschen die Storyline. Also, wie geht eigentlich so ein Angreifer vor und wogegen kann ich mich eigentlich schützen oder was? Worum geht es eigentlich? Ganz wichtig, jeder, der euch hundertprozentige Sicherheit verkaufen will, die gibt es nicht. Also ihr könnt es den Angreifern immer nur schwieriger machen. Das ist wie, wenn bei euch zu Hause eingebrochen wird, ihr könnt halt noch ein zweites Schloss in die Tür bauen, ihr könnt die Rollladen runterlassen, ihr verzögert halt den Einbruch, aber ihr kriegt ihn nie komplett weg. Und naja, also keinem trauen, der da sagt, bei uns ist Hosting 100% sicher, das gibt es einfach nicht, das ist unseriös. Ja, aber bevor wir auf das Technische eingehen, die größte Angriffspunkt, den es eigentlich gibt, das ist Social Engineering, also das ist der Mensch an sich. Weil 60% aller Angriffe entstehen durch Unwissenheit und Bequemlichkeit. Das heißt, was würdest du tun, wenn dein Provider dich anruft und dir sagt, guck mal, dein Blog erzeugt gerade so eine hohe Serverlast auf unserem Managed Server. Wir würden ihn gerne mal eben umziehen, aber damit wir das machen können, gib uns mal eben dein WordPress-Passwort, damit du damit überhaupt nichts zu tun hast. Genau. Also, genau, so einfach und solche Sachen gibt es halt im Social Engineering und die funktionieren. Also immer überlegen, normal ein Provider, so ruft dich nicht an und fragt nach deinem Passwort, weil er hat es eh. Und der kann dein WordPress auch umziehen auf einen anderen Server, ohne das zu haben. Also, und daher da immer vorsichtig sein. Genauso halt mit diesen ganzen Spam und Phishing-Mails und was da so alles kommt. Letztendlich sage ich aber auch ich bin nicht davor gefeit. Wenn dann die richtige Mail kommt, mit der richtigen Ansprache, im richtigen Kontext und du bist gerade irgendwie in Eile, dann klickst du halt auch mal auf einen Link, den du eigentlich nicht hättest anklicken sollen. Ja, was sieht man denn so von außen, wenn man mal auf so einen Blog guckt? Gibt halt Tools, mit denen ich abfragen kann, was auf seinem Blog passiert. Kann man hier, das ist glaube ich, genau, der Hacker Target WordPress Security Scan, das ist im Prinzip WP-Scan auf einer Webseite. WP-Scan ist ein Tool, mit dem ich auf der Command-Line Abfragen an WordPress stellen kann. Das Ganze habe ich jetzt mal hier gegen meine Webseite gemacht und da kriege ich halt schon ziemlich viel raus. Ich weiß, welche PHP-Version da läuft, was für ein Webserver da läuft. Die WordPress-Version hat er in dem Fall jetzt nicht rausfinden können, aber er sieht halt auch von außen, was habe ich für Plugins installiert, zumindest ein Teil. Kann die Versionsnummer erkennen und daran kann ich natürlich auch dann wieder nachschauen, sind das aktuelle Versionen, gibt es für diese Version Sicherheitslücken, die ich ausnutzen kann. Und das alles ist halt in dem ausgelieferten Quelltext von eurer Seite drin, weil sonst funktioniert das Ganze halt nicht. Ne? Also von daher macht das halt, und ich sehe halt auch, was gibt es hier für User, die angelegt sind und welche Seiten sind verlinkt. Okay, das ist jetzt relativ easy. Aber da kennt man ziemlich viel erstmal raus.
Und mit diesen Informationen kann ich halt von außen dann weitergehen und so eine Webseite angreifen oder mir halt die Schwachstellen raussuchen. Und im optimalen Fall habe ich hier halt auch direkt die Links zu den Schwachstellen und kann mich da durchklicken und dann kriege ich Beispielcode und komme da weiter. So. Ja, so, wo fängt das Ganze mit der Sicherheit jetzt an? Und war das eigentlich so Schlangenöl oder Sicherheitsquatsch? Und warum ist das eigentlich wichtig? So. Also, 31% der Alexa Top 10 Millionen Websites, die nutzen heute WordPress. Und das sind über 70 Millionen WordPress-Installationen insgesamt. Und damit ist WordPress das größte, die größte Software, die im Internet genutzt wird und damit das interessanteste Ziel. Weil wenn ich in dem Ding eine Sicherheitslücke finde, kann ich halt diese Menge an Webseiten damit zu meinen machen und infizieren, missbrauchen. Und über welchen Weg finden diese Angriffe statt? 40% oder über 40% greifen das Hosting an. Letztendlich, du hast einen Provider oder betreibst deinen Server selber, hast da unsichere Software drauf. 22% gehen über die Plugins, 29% über die Themes und 8% über Passwörter. Und das ist eigentlich das Bittere, dass diese Zahl so groß ist. Also, weil das ist, wäre noch das Einfachste, was ihr beeinflussen könnt, das Thema Passwörter ganz am Anfang. Die Statistiken hier sind aus einer Studie, glaube ich, von Sucuri, die einmal, die sind ein Security-Dienstleister rund um WordPress und gehackte Seiten. Und die veröffentlichen das einmal im Jahr von deren gefixten Seiten, wo die Angriffe ursprünglich herkamen. Ja. Ja, Grundlage fängt auf eurem Rechner an. Verwendet aktuelle Updates. Ich habe diese Woche hatten wir in Köln im WordPress-Meetup jemanden sitzen, der ist mit dem Windows XP-Rechner da aufgetaucht. Nein, das ist keine gute Idee. So. Und er war mit Windows XP-Rechner da und ging dann per HTTP auf seine Webseite und loggte sich ein. Das ist dann schon zweimal nicht gut. Ja. Habt eine Anti-Malware-Software installiert, die halt auch guckt, dass, also selbst wenn die Software auf einem Rechner aktuell ist, wie gesagt, das Thema Phishing, jeder klickt mal auf einen falschen Link und fängt sich dann doch mal was ein, aber die Anti-Malware hilft dann zumindest, das dann wieder festzustellen und wieder rauszukriegen. Und Intrusion Prevention, beziehungsweise halt eine clientseitige Firewall, wenn ihr nicht zu Hause hinter eurer Fritzbox sitzt, sondern wie jetzt hier in einem offenen Uni-WLAN, sollte eigentlich auch so das Minimum sein. Damit von außen jetzt nicht im Fall des Falles doch mal jemand auf euren Rechner kommt. Ja, Passwörter, ihr habt eben gesehen, 8% der Angriffe über die Passwörter. Also überlegt euch gute Passwörter, nehmt nichts, was im Duden steht oder was Namen, Spitznamen, Geburtsdaten, Katzen, Hund, was weiß ich was. Sie sollten möglichst lang sein. Heutige Anforderungen 16 Stellen Minimum, weil alles, was kürzer ist, ist mit Großrechnern in kürzester Zeit herausfindbar. In dem Falle, wenn mal die Passwortdatenbank abhanden kommt. Nutzt für jeden Login ein eigenes Passwort. Ja, Phil? Okay. Nutzt für jedes Login ein eigenes Passwort. Also nicht ein Passwort für Facebook, Twitter, WordPress, euren E-Mail-Account nutzen, sondern wirklich jeder Service sein eigenes Passwort. Und damit man das Ganze irgendwie verwalten kann, benutzt ein Passwort-Safe. KeePass, EnPass, OnePassword, was auch immer. Also es gibt für jedes Betriebssystem, für jedes Mobile-System gibt es da genug, um diesem Passwort-Wahnsinn Herr zu werden. Ich sag mal, ich würde grundsätzlich, das ist dann die Frage, genau, also die Frage ist, wie sicher ist so ein Passwort-Safe, wenn der gehackt wird? Letztendlich geht es darum, vertraue ich dem Algorithmus, den der Passwort-Safe und dem Hersteller, dass der da sauber ist mit dem, was er macht, und B, wie sicher ist mein Master-Passwort? So. Und es gibt dann noch, genau. Also ich würde keinen Cloud-Passwort-Dienst nutzen, der nicht unabhängig von Dritten irgendwie zumindest mal seine Sicherheit nachgewiesen hat. Ja, Phil.
Also wenn du die 16 Stellen hast, dann kann man auch dieses Multi-Wort-Spiel mit Zahlen oder Sonderzeichen dazwischen, ist auf jeden Fall auch schon ein guter Ansatz. Also, weil auch da die Algorithmen, um die zu knacken, dann entsprechend aufgeschmissen oder länger dauern, ja. Ja, die uns. Ja. Ja. Ja, ich meine, was. Ja. Ja. Genau. Ja, Ich nein. sage jetzt nicht, ne? Das Nein. ist nicht sicher, aber Also, der ja. ist sicher, aber die Genau. anderen, wo es eben nicht genau Genau. passiert oder Genau. KI, was wir was hier nutzen. Also, darfst du sagen, wir sind im WordCamp, hier wird alles geduzt. Und ansonsten, also wie gesagt, KeePass ist Open Source, der ist auch unabhängig geprüft worden. Den gibt es für fast alle Passplattformen. Wie du KeePass synkst, ist dann auch wieder dir überlassen. Du kannst halt auf deinen eigenen Webshare oder WebDAV über den Weg synken oder direkt von Device zu Device oder halt auch sowas wie Dropbox nutzen. Aber das musst du halt selber für dich entscheiden, wie hoch dein Sicherheitsbedürfnis da ist und ob du der Verschlüsselungsalgorithmen vertraust. Und KeePass kann man halt auch noch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, sodass du halt nicht nur ein Passwort hast, sondern zum Beispiel noch ein Hardware-Token, mit dem der Pass, der Safe verschlüsselt ist. Und dann wird es halt schon, selbst wenn er dann in der Cloud abhanden kommt, ohne den Hardware-Token dazu, kann man halt nichts mit anfangen. Genau. Ja. Ja. Eben. Ja. 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 Ansonsten gibt es halt auch kommerzielle Anbieter, die ihren Source Code öffentlich überprüfen lassen haben oder ihre Algorithmen, zumindest die Verschlüsselungsalgorithmen, offenlegen, sodass man sie überprüfen kann. Problem ist ja, wenn man so lange zufrieden ist, man das ist ja so, dass Ja, ja hackt. klar. Also, Also ich habe One-Factor, finde ich super. ja. Also, Also. ich weiß, es läuft überall, es ist halt nicht kostenfrei. Funktioniert super, ist einfach, prima, Passwortgenerator, also alles super. Aber man weiß eben nicht, ja. Wenn es gar dann finde ich es auf jeden Fall Ja. scheiße. Genau. Ja. Und es geht, finde ich, also auch noch, wie ist der Hersteller in der Vergangenheit mit Fehlern in seiner Software umgegangen? Kommuniziert er die offen, behebt er Fehler schnell oder kehrt er sowas lieber unter den Tisch? So, ich nutze auch OnePassword und auch da sehe ich, dass die in der Vergangenheit mit Fehlern sehr offen umgegangen sind und die sauber kommuniziert haben. Das ist halt auch so ein Ding, was halt wieder Vertrauen schafft, ne? Aber wie gesagt, gut. Ja, dann ihr ladet WordPress auf euren Webserver hoch und macht das erstmal per FTP. Ja, blöde Idee. In dem Moment ging das Passwort schon mal unverschlüsselt über die Leitung und dann greift er per HTTP auf die Login-Seite zu und macht das 5-Minuten-Setup und schon wieder gehen die Passwörter unverschlüsselt über die Leitung. Nee. Also, ich sag auch, ein Webhoster, wer heute kein FTPS oder HTTPS anbietet, wechselt da weg. Also macht bei dem nicht weiter, weil das gehört sich einfach nicht. Ja. Ja, wenn der VPN-Tunnel direkt von deinem Client bis auf den Webserver geht, ja. Aber warum so umständlich? Also warum nicht direkt FTPS oder SFTP nutzen? Ja. Ja. Also ist halt auch immer die Frage, wer hat die Hoheit über die jeweiligen Systeme? Ja, ich habe hier so eine ganze Dose da. Danke. Ich glaube, ich muss da auch noch mal einen nehmen. Ja. Also, wie gesagt, verwendet immer verschlüsselte Verbindungen zu eurem Webserver, sowohl für HTTP wie auch für FTP oder SSH. Und in Zeiten von Let's Encrypt sollte es auch kein Problem mehr sein, einen Hoster zu haben, bei dem man für dieses ganze SSL-Zertifikatsthema nichts zahlt oder nicht extra zahlt. Also auch das würde ich heute an einen Hoster als Minimalanforderung stellen und gerade auch im Thema DSGVO. Das macht man heute nicht mehr anders.
Ja, dann so die Frage, na, was habe ich denn da? Ich habe so einen Root-Server oder nehme ich lieber einen Managed-Server oder ja, bist du hauptberuflich Server-Admin? Bist du 24/7 verfügbar für deinen Server und kümmerst dich um deine Updates? Ist das was, das dein tägliches Leben ist oder willst du auch mal Urlaub machen und oder wirst du auch mal krank und kannst dich nicht drum kümmern? Also ich meine, ich beschäftige mich täglich mit Sicherheit, aber ich selber habe Managed Hosting, weil ich sage, nee, bin halt mal nicht da. Das Ding soll auch in meinem Urlaub funktionieren und soll mir da nicht um die Ohren fliegen. Also nehme ich Managed Hosting. Einfach mal drüber nachdenken, was man da so tut. Und wenn man halt so einen Linux-Server zum Rumspielen hat, dann macht das bitte nicht mit eurer Business-Webseite. Also, dann holt euch noch so nebenbei noch so einen Root-Server zum Rumspielen oder stellt euch so einen Raspberry Pi in den Keller oder was auch immer, worauf er diese Spielerei macht. Aber macht das nicht mit der Webseite, mit der ihr euer Geld verdient. Jo, kommen wir mal zu WordPress. Also, wichtigste Updates aktuell halten und ja, überwachen. Also, WordPress Core aktualisiert sich, wenn ihr es nicht verstellt habt und nicht irgendeine krüppelige One-Click-Installation von eurem Provider habt, werden die sicherheitsrelevanten Updates von WordPress eigentlich automatisch eingespielt. Wenn das bei euch nicht so ist, mal dringend nachgucken. Aktuell solltet ihr 4.9.8 haben als WordPress-Version. Könnt ihr im Nachgang mal gucken, wenn das nicht so ist, dringend was tun. Auch die älteren WordPress-Versionen werden immer noch mit Sicherheitsupdates versorgt, aber letztendlich gibt es wenige Gründe, da nicht auf 4.9.8 zu sein. Und wenn ihr Sachen habt, die euch davon abhalten, seht zu, dass ihr die loswerdet. Also wenn ihr sagt, ja, ich muss aber noch 3.7 irgendwas verwenden, weil folgendes Plugin nur damit läuft, ja, wann ist denn das Plugin zuletzt abgedatet worden? Pflegt der Autor das überhaupt noch? Also, lebt er noch? Ja, das ist auch durchaus eine berechtigte Frage. Dasselbe gilt natürlich für Plugins und Themes, also alles, was ihr in WordPress installiert, reinspielt, dazu auf den Webserver hochladet, muss gepflegt werden, weil alles kann ausführbaren PHP-Code oder JavaScript oder was auch immer enthalten, was potenzielle Sicherheitslücken enthält. Ja, Updates unverzüglich einspielen. Ist jetzt so ein bisschen davon abhängig, wie kritisch eure Webseite für euch, euer Geschäft oder für was auch immer ist. Und wie kritisch die Sicherheitslücken sind. Ja. Also WordPress Core selber aktualisiert sich ja selber. Wenn ich es nicht ausgeschaltet habe, von daher habe ich da erstmal wenig Einfluss drauf, der macht es halt direkt. Für Plugins und Themes kann man das übrigens auch aktivieren, dass sie das selber direkt machen. Habe ich auch auf zwei Installationen mittlerweile so laufen. Funktioniert. Also. Und ansonsten habe ich ein Backup. So. So. Und grundsätzlich empfiehlt es sich eher, halt so ein Teststaging, was auch immer, System zu haben, auf denen man halt seine Standardsachen vorher mal testet. Und seine Plugins, die einem wichtig sind, halt dann vorher auch dort ausprobiert und sie dann ins Live-System anspielt. Ja. Klar, dann. Nö, dann nicht, dann hilft dir halt letztendlich das Backup dann wieder raus. Ja. Ja. Oh. Hat. Also, ich eben. Ja, eben. Also, du musst, also, die eine Frage ist halt so, okay, wenn der Shop jetzt eine halbe Stunde nicht läuft, gehen mir so und so viele Millionen Einnahmen verloren, weil die Kunden keine Umsätze machen können. Auf der anderen Seite, wenn der Shop gehackt wird, meine Kundendaten abhanden kommen, ist meine Reputation am Arsch. Ja, also. An der Stelle müsst ihr selber die Sicherheitsabwägung treffen, was euch jetzt wichtiger ist. Also an der Stelle wichtig ist die Awareness oder das Bewusstsein einfach zu haben, ne?
Beides kann nicht treffen und du musst halt entscheiden. Ja. 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 Also deshalb ist es. WordPress ist halt nicht damit erledigt, dass die Seite läuft, also, sondern du musst dich halt drum kümmern und es pflegen und im Zweifelsfall halt auch mal innerhalb von einer Stunde reagieren, wenn es für dein Geschäft wichtig ist. Ne? Also, sag mal, ob mein Blog jetzt wegfällt und mal hinten runterkippt, ja, so what, da hängt nichts dran. Und das mache ich in meiner Freizeit, das mache ich für meinen eigenen Spaß, aber davon ist nicht abhängig, ob ich nächsten Monat meine Miete zahlen kann. Ja. Genau. Und nee, jetzt einen Wartungsvertrag dafür abschließen. Ja, warum denn? Also läuft doch. Ja, eben. Ja, genau. Ja, dann natürlich das Thema vertrauenswürdige Quellen für den Code, also WordPress selber von WordPress.org beziehen, die Plugins und Theme dann möglichst auch von da, beziehungsweise dann halt, wenn man sie irgendwo von Dritten einkauft, auch von welchen, die man ja irgendwoher kennt oder von Dritten genannt bekommen hat oder zum Beispiel die irgendwie zumindest schon mal vorher einen Trust aufgebaut haben und nicht auf irgendeiner Seite mit komischer Werbung und bitte klicken Sie hier unten rechts und kaufen Sie im Abo 35 Plugins und wir pflegen die auch bestimmt nicht mehr weiter. Ja, nutzt die Erfahrung der Community, nutzt eure Meetups, fragt darum, wenn ihr zu irgendeinem Thema was sucht. Guckt auf WordPress.org in die Foren, fragt da die Leute, was andere nutzen und dass da einfach so die Erfahrungswerte mitnutzen. Ja. Ja. Deshalb auch da vorsichtig sein. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich jetzt, wenn wir hier so auf so einem Plugin sind, ist halt immer ganz spannend zu sehen, wie viele Installationen gibt es dafür schon, ist das mit der letzten Version getestet, ab wann läuft es, wie lange existiert das Ganze schon und wie ist so das Rating und auch einfach mal hier in das Support-Forum gucken. Kümmern sich die Autoren um ihr Plugin, sind da User-Fragen beantwortet? Also das ist so der Weg im WordPress.org-Repository selber zu gucken, wie geht es da meinen Plugins. Und ist hier oben nicht ein großer roter Banner, das Plugin ist schon seit 2 Jahren nicht mehr gepflegt oder läuft mit den letzten 3 WordPress-Versionen nicht mehr, dann sollte man sich auch überlegen, ob man das verwendet. Ja. Ja. Genau, Admin und Passwort, das ist jetzt so ein bisschen, es spielt für die Sicherheit relativ wenig Rolle, hilft aber das Thema nicht DDoS-Attacken, Brute-Force-Attacken auf den Admin-Account zu minimieren. Wenn ich den Admin-Account, den Standard-Admin-Account, der Admin heißt, einfach nicht so heißen lasse, sondern den einen neuen Standard-Account anlege, den zum Admin mache und den Admin-Account hinterher lösche, dann hat der A nicht den User 1. Und B heißt da nicht Admin, sondern das ist ein Brute-Force-Angriff, auf den die Rolle schon mal etwas schwieriger wird. Und wie gesagt, nutzt ein sicheres, komplexes Passwort für den Admin. Ja, und der Name der Rolle sollte vielleicht auch nicht, der Name des Accounts sollte auch nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Rolle zulassen. Wenn ihr allerdings eh nur einen User angelegt habt, ist es auch wurscht, weil das wird dann der Admin sein. Und dann kriege ich es halt mit dem WP-Scan von außen auch raus, wie der heißt. Also, ja. Ja, das ist die REST-API, über die du das letztendlich abfragen kannst. Ja. 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 Da kann man jetzt auch drüber diskutieren. Ich finde es auch nicht gut, dass es das tut. Man ist da im Moment anderer Meinung. Letztendlich, wenn die Passwörter sicher ist, spielt es keine Rolle. Also, ja. 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 Ja.
Dann, wenn es halt passiert ist, ist es ganz wichtig, dass ihr ein Backup habt. Und das Ganze sollte vor allen Dingen automatisiert und regelmäßig stattfinden. Also wenn ich mir einen Terminmarker in den Kalender setze, einmal die Woche Backup von meinem Server machen und das dann per FTPS runterziehe und auf meine Platte ablege, dann funktioniert das vielleicht 2 Monate und danach vergesse ich es. Weil dann war ich halt doch mal im Urlaub oder irgendwas. Von daher nutzt die bekannten Backup-Plugins wie BackWPUp oder Updraft oder ähnliche. Sucht euch als Ziel für das Backup, das sollte nicht auf demselben Server liegen. Nutzt irgendeinen Cloud-Speicherdienst oder bei einem anderen Hoster noch ein einfaches kleines Webpaket, wo genug Speicherplatz drauf ist, wo ihr es per SFTP rüberschieben könnt, sodass die Daten einfach an 2 verschiedenen Orten sind. Weil wenn die Daten auf demselben Server liegen, der gehackt wird, dann hilft das Backup halt auch nichts mehr. Dann ist es genauso mit weg. Oder lasst euch automatisch per Mail an euren Mail-Account schicken oder ähnliches. Also da gibt es in den Plugins ja ganz viele verschiedene Wege, um da Ziele fürs Backup anzugeben. Ja, kommen wir mal zum Installation, Rechte und Benutzer. Also wie gesagt, Upload und Installation über verschlüsselte Wege, das 5 Minuten Setup auch über HTTPS durchführen. In dem Setup werdet ihr nach dem SQL-Tabellenpräfix gefragt. Auch das hilft nur, um solche Brute Force-Angriffe oder automatisierte Angriffe schwerer zu machen, dass man da halt ein anderes Präfix verwendet, weil die Standardangriffe halt erstmal auf WP-Unterstrich zugreifen und sagen, alle Tabellen liegen dahinter. Wenn ich die halt etwas umbenenne oder ein Präfix davor her setze, dann grenzt sich da auch schon ein bisschen was ab. Bitte? Nö, der ist aber dann hinterher, wenn du einmal im WordPress drin bist, dann wäre er erreichbar. Genau. Ja. Genau. Individueller Nutzername, sichere Passwörter und die Sicherheitsschlüssel für die gesalzten Passwörter, die werden im 5-Minuten-Setup mittlerweile automatisch angelegt. Das war noch nicht immer so. Also wenn ihr noch eine etwas ältere Installation habt, die immer upgedatet wurde, kann man mal überlegen, ob man die Sicherheitsschlüssel da mal neu generiert und neu hinterlegt. Ja, Plugins unnötige löschen, so die standard mitgelieferten Akkes mit einem Hello Dolly, die man hier in Deutschland eigentlich nicht verwendet. Löscht sie, tut sie nicht nur deaktivieren, weil dann ist der Code halt immer noch auf dem Server und kann genutzt werden. Ansonsten habe ich so 3 Security-relevante, neben dem Backup-Plugin, 3 Security-relevante Plugins, die ich eigentlich immer nutze. Das eine ist Login-Lockdown, was genau auf dieses Thema Brute-Force-Angriffe auf die User anspielt, der einfach nach 5-maliger Falscheingabe des Passworts einfach sagt, so von der Quell-IP-Adresse lasse ich erstmal keine Logins mehr zu für die nächste Stunde oder für den einstellbaren Zeitraum. Und damit kann man das schon mal verhindern. Richtig gute professionelle Brute Force Angriffe wird man damit nicht abschrecken können, weil die kommen per DDoS über, da kommt halt von jeder Quell-IP dann höchstens 1 oder 2 Anfragen und dann nutzen sie halt 3 andere, den nächsten Server. Aber es hilft für sehr viele schon mal. Nur das nächste ist, wenn ihr einfach mal sehen wollt, was auf eurem Blog oder auch was eure Benutzer und Co. machen, wann WordPress sich updatet, ist WP Security Audit Log ganz hilfreich, was einfach ein Log-File mitschreibt über sämtliche Änderungen, die im WordPress stattfinden, die das System an sich macht. Hilft hinterher zur Nachvollziehbarkeit, falls doch mal was passiert ist. Und ja, zu Akismet so das Gegenteil, dass das DSGVO-konforme Gegenstück Anti-Spambi, wenn man da das Thema Kommentar-Spam und Kommentarlücken abdichten will, nehme ich das. Ja, und dazu verwende ich BackWPUp, jedes Mal dasselbe. genau. BackWPUp als Backup-Plugin und mit den 4 plus den gesamten Regeln sichere Installation, ein gemanagtes Hosting drumherum, damit
ist das mit meinem WordPress eigentlich erstmal so getan. Und so, so laufen die Installationen. Und dieses Login-Lockdown ist dann praktisch das ICM-Security? Nein, es ist eine Funktion, die auch ICM-Security mitbringt. Aber kommen noch auf zwei andere Sachen jetzt. Genau. So. Wenn euer Webhosting, so wie es heute ist, ausschließlich per HTTPS erreichbar ist, hat sich das hier erledigt. Ansonsten, wenn auch HTTP geht, sollte man zumindest die zwei Settings in der wp-config setzen, damit zumindest das wp-admin-Login immer auf SSL umgeleitet wird. Damit man da nicht aus Versehen sich doch mal per HTTP einloggt. Und die wp-config selber sollte man noch vor Zugriffen von außen schützen, weil da stehen halt die Datenbankparameter drin, das Datenbankpasswort, sodass man dann über den Weg dann auch an die Passwortdatei in der Datenbank käme, die mit den Salts auch wieder auflösen könnte. Also die Rechte auf die wp-config setzen, dass sie nur vom Webserver zugegriffen werden kann und halt über die htaccess den Zugriff von außen einfach verbieten. Ja. Ich würde es nicht verändern, weil du damit in der Regel dieses Auto-Update kaputt machst. Also normalerweise ist es vom Hoster vernünftig gesetzt. Und wenn du das so, wie dein Hoster die Standardsregeln da drin hat, wenn du das so verwendest, funktioniert es eigentlich auch. Es gibt ein paar Hoster, die da ein bisschen komische Einstellungen haben, wo dann auch wieder kein Auto-Update geht, aber in der Regel ist das, also würde ich da nicht weiter auf Filesystemebene dran rumschrauben. Also nicht ohne dringenden Bedarf. Ja. So, dann gibt es noch so ein paar Tools, womit ihr eure Seite mal von außen angucken könnt. Das, den Hacker Target, den haben wir uns gerade schon als erstes angeguckt gehabt. Das ist letztendlich das WP-Scan als Webseitenversion. Dann, wenn ihr mal schauen wollt, wie gut euer SSL-Zertifikat ist oder ob das alles sauber konfiguriert ist, empfiehlt sich der Qualys SSL Labs Scanner. Hier sollte nach Möglichkeit A oder A+ rauskommen. Wenn da was anderes rauskommt, könnt ihr mal bei eurem Provider nachfragen. Und vor allen Dingen sagt er euch dann auch schon, was hier unten dann mal verbessert werden sollte. Der Sitecheck von Sucuri selber ist in dem Fall ganz hilfreich, wenn ihr dann den Fall habt, dass ihr irgendwie komische Sachen in eurer Webseite habt. Wir hatten das auch diese Woche im Meetup in Köln. Der hatte auf einmal im Menü irgendwelche Viagra-Einträge stehen. Ja, und wir haben dann hier mit dem Sucuri einfach mal gescannt und direkt gesehen, dass es über die Themes-Dateien kam. Also der hat wirklich gesagt, in den Themes-Dateien sind da die Einträge und haben das dann auch per SSH dann hinterher herausgefunden, dass es da, also hat gestimmt, da waren Einträge drin. Ja, und das Theme war natürlich irgendwie 4 Jahre alt, nie upgedatet und naja. Also. Ja, dann natürlich auch ganz hilfreich, da man ja manchmal nicht da ist und immer auf seine Webseite guckt, wie überwache ich das Ganze. Es gibt einmal das WCOS-Projekt, unter anderem auch vom CMS-Garden und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Ihr könnt ja einfach einmal auf der Webseite selber einen Schnellcheck machen, wo ihr einige Sachen eingezeigt bekommt. Aber was halt viel interessanter ist, ihr könnt das Ding eure Seite regelmäßig überprüfen lassen und ihr werdet dann informiert, falls er was findet oder falls da irgendwas auf eurer Seite nicht in Ordnung sein sollte, sodass man dann halt reagieren kann und sich dann um seine Seite kümmern kann. Und dann gibt es halt noch so verschiedene Dienste, die einfach so ein Monitoring der Webseite machen, ob die Seite erreichbar ist. Ich nutze da in dem Fall im Moment Uptime Robot, weil es für die Anzahl an Seiten, die ich im Moment habe,
halt kostenlos nutzbar ist und der pingt einfach alle, jede Minute guckt er einmal, ist die Seite erreichbar und ja, sehe ich zum, kann man auch so ein bisschen seinen Hoster da mal überwachen, ob der seine versprochenen 99,9 oder was auch immer Prozent Uptime auch wirklich erfüllt. Danke. Ja, falsch. Ja, also, wenn ihr jetzt gleich Zeit habt oder wenn ihr wieder zu Hause angekommen seid, macht mal so einen Side-Health-Check mit eurer Seite. Beziehungsweise macht den einfach regelmäßig. So, ich würde mal so Minimum einmal im Monat sagen. Schaut mal, ob die PHP-Version, die ihr einsetzt oder euer Provider euch da anbietet aktuell, die sollte mindestens 7x sein, am besten 7.2. Weil sie sollte nicht älter als 5.6 sein. Alles, was älter 5.6 ist, wird nämlich nicht mehr supported. Und auch 5.6 solltet ihr schleunigst mal updaten, weil auch die wird bald aus dem Support fallen. Ja, WordPress, wie gesagt, 4.9.8 ist aktueller Stand, sollte es sein. Wenn das nicht so ist, tut was dran. Guckt bei euren Themes und Plugins vielleicht auch nochmal nach, sind die noch aktuell gepflegt? Gibt es da aktuelle Updates im Repository? Wo kommen sie her? Hat der Hersteller da Updates rausgegeben? Oder wenn es halt Kauf-Themes und Plugins sind, in der Regel kauft man die meistens mit so einem Jahr-Support. Wenn man die halt, wenn die älter als ein Jahr sind und ihr habt, kauft, bezahlt da keine Supportgebühr mehr, auch mal drüber nachdenken, ob man da vielleicht mal was tun sollte. Und wie gesagt, SSL verschlüsselt sollte eure Seite sowieso grundsätzlich sein. Ja, und dann gibt es noch das schöne Support-Plugin selber, das Health-Check-Plugin, womit man die Themen dann auch sich im Backend anzeigen lassen kann, der dann halt auch sowas wie PHP-Version, auch den die SQL-Server-Version anzeigt. Auch da kann man ja dann mal gucken beim Hersteller, bei MariaDB oder MySQL auf der Webseite, ob die Server-Version, die der her anzeigt, überhaupt aktuell ist und supported wird. Ja. Genau. Also regelmäßig kümmert euch um eure Seiten. Ja, so. Und wer dann noch etwas weitere Genes tun will und wer SSH-Zugriff auf seinen Server hat, der kann die WP-CLI nutzen und zum Beispiel da auf Command-Line-Ebene auch seine Installation mal die Checksummen überprüfen, ob der Code, den man auf seinem Server aktuell hat, überhaupt dem entspricht, den wir aktuell mit WordPress.org ausliefern. Oder ob sich da vielleicht auch schon was eingeschlichen hat. Ja, gibt es aber auch verschiedene Plugins, die das auch tun. Von daher, ob man das jetzt per WP CLI macht oder über die Plugins, ist euch überlassen. Ja, ansonsten gibt es Fragen oder weitere Fragen. Wer sagt, seine Webseite ist sicher? Wer nennt seine URL? Ja? Nein, nein, ist alles gut. 100%ig sicher gibt es ja nicht. Ja, eben, genau. Ja. Was? Gut. Was hältst du vor WordPress? Bitte? WordFence. Also, ob jetzt WordFence, iTheme Security oder Sucuri hat ja auch ein Plugin. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber man muss wissen, was die tun. Und ich würde erstmal einem Einsteiger davon abraten, das Ding einfach einzusetzen. Weil Sicherheit ist halt nichts, wo du einfach installierst, Knöpfchen drückst und sicher. Von daher, man muss sich halt mit der Thematik beschäftigen und sich die einzelnen Optionen in diesen Plugins anschauen, was die genau tun, weil teilweise verändern die extrem die HTXS-Dateien, schreiben da Parameter rein, die dann wieder nicht bei allen Hostern funktionieren. Von daher, Einsteiger, nein, wer fortgeschritten ist oder sich damit tiefer beschäftigen will, soll sich die gerne angucken, aber soll nicht erwarten, dass er auf Knopfdruck sicher ist, weil das ist er nicht. Also, ja. Noch? Ja. Das ist jetzt generell von Web Application Firewalls, serverseitig da nochmal irgendwie alles Request zu filtern. Ist auf jeden Fall sinnvoll, aber sollte man sich halt auch tiefergehend mit beschäftigen. Ja. So.
Also, wem das jetzt gar nichts sagt, also Web Application Firewall ist im Prinzip eine Funktion, die vor dem Webserver steht und die sämtliche HTTP-Requests vorfiltert und guckt, ist zum Beispiel in dem Request ein SQL-Query mit drin, die da nicht hingehört, oder irgendwelcher Code, der an den Server geschickt wird, der eigentlich in dem Request gar nicht drin sein soll, und würde die rausfiltern. Ja. Genau. Also ich nutze auf einer Installation seit einem Jahr die WP Ninja Firewall, also die macht konfiguriert im Prinzip eine WAF über die HTXS-Dateien. Ja, also es funktioniert recht zuverlässig. Man macht wahrscheinlich den Server recht lang, dann muss der Webserver alles filtern. Ja, also das Mod Security im Apache ist da schon ziemlich gut. Also, ja. Aber klar, ansonsten kann man natürlich auch auf so Cloud-Services wie Cloudflare oder ähnliche zurückgreifen, die das für einen dann machen. Ja, aber auch da muss man halt wieder, ist die Frage, mit welcher Kanone schieße ich auf welchen Spatz und welche Webseite will ich damit schützen oder was habe ich da eigentlich, ja. So. Weitere Fragen? Nein? Ja, dann herzlichen Dank.